So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So. Sie sind am Graben, am Tun. In der Stadt. Wir haben grün. Grün, wir haben wieder. Also, ja, das ist doch schön. Gibt es eigentlich schon Attraktionen für die Touris? Natürlich, natürlich. Einmal hier. Warte mal, ich muss mal überlegen machen. Attraktion hier. Ne? Da ist doch schon. Stau? Wo ist denn hier ein Stau? Da ist kein Stau. Das ist. Ne? Hallo? Warte mal, ist das der erste hier? Ach, kein Sprit, der Knecht, Mensch, du. Guck mal hier, du, das ist das Problem. Ja gut, ich muss ziemlich weit fahren, ne? Aber ich meine, der fährt jetzt auch mit Dampf? Ich meine, gut, dass die Wesen fahren, das ist schon mal großartig. So, hier wird nochmal eine Tankstelle hin organisiert. Wir können hier, wir können hier noch eine, was haben wir denn an Tankstellen hier? Haben wir so eine Billigtankstelle noch? Ach, wir haben jetzt nur eine gebaut. Komm hier, dann bauen wir hier nochmal eine mehr hin. Zup. So. Wo ist denn unser Versorgungsapparat? Ist das der hier? Tankstelle. Pass mal auf hier. Tankstelle, Werkstelle. Werkstatt, Werkstatt, Eisenbahn, Bauamt, Kleiderlager. Warte mal. Beladen mit Kleidung? Wieso werden der, wo werden der Stoffe beladen? Für was? Ach, für die Werkstatt. Okay, alles klar. Haben wir schon jetzt. Gut, ja, genau. Piston, Asphalt. Bretterstall. Ziegel. Wir haben einen Tankwagen, ne? Bitumen und. Warte mal, den können wir gar nicht nehmen. Der ist ja auch nur für Bauwirtschaft, ne? Das ist nur der. Was haben wir hier denn? Den wir auch nicht. Was ist der hier? Technische Dienst. Sag mal, wo ist denn der? Wo war der hier? Da ist eine Tanke. Verteilbüro 3. Ach, die sind das. Ja, guck mal einer an. Die sind das. Ja, siehst du, dann wissen wir das auch. Wo ist denn der Verein? Das ist hier oben. Da sind sie. Die haben Benzin. So, Entladung. Was haben wir hier? Da, Kohle. Kostenlose Tankstelle, 30%. Bauamt, Bauamt 2, Bauamt 3. Werkstatt. Benzin, Tankstelle. Eisenbahnbauamt. Forklift Garage. Das wird auch mit reingenommen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir auf. Das haben wir noch. Hier oben, ne? Die müssen auch noch mit rein. Jetzt brauchen wir aber. Wir können aber. Wir müssen da mal ein Fahrzeug kaufen. Können wir das in Dollars machen? Gibt es einen Tanker? Oh, es gibt einen Tanker. Guck mal an. Den nehmen wir doch mal. Zwei Stück von der Sorte. Es geht da rein. 17 Tonnen. 17 Tonnen. Wunderbar. Wunderbar. Wo war das jetzt da, ne? So, jetzt fahren wir los. Da sind sie auf dem Weg. Gut. Oh, was ist denn hier passiert? Wir haben plus 105.000 plus gemacht. Leute, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Warte mal. Letzten Monat. Warte mal. Export. Was haben wir hier exportiert? 112.000 an Klamotten. Du glaubst es ja nicht, ne? Ich glaube, wir müssen mal echt hier mal, ne? 18.000 in Alkohol. 3.000 Kies haben wir auch noch mal. Kies mal verkauft? Okay. Strom? Haben wir Strom? Ach ja klar, wir haben Stromverkauf, logisch. Das ist ja unsere Müllverbrennungsanlage. Die macht ja ein bisschen Strom, ne? So, das wird auch schön weggepustet. Das ist großartig. Hier sind wir auch. Ja, wir müssen da echt mal was machen. So langsam. Danny, hast du Bewohner verkauft? Nee. Ich meine, wir hätten hier ein paar, ne? Über. Ein paar Schlafnasen, Schnarchnasen haben wir. Was haben wir? Oh, 144 bei Mutti-Wohner. Ach du Himmel, das ist voll. Wir müssen leider mal Wohnungen bauen. Die Wohnungsbau, ne? Sparte muss mal wieder angeschmissen werden. Warte mal, hier ein Oberland zeigen, machen wir aus. Wir wissen, wo Tankstellen sind. So. Ach, schön. Wir machen mal einen Plus. Das hält ja nicht aus. Ich glaube das ja nicht. Na gut, jetzt nicht. Aber doch. 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 Also so langsam, wir kommen dahin, ne? So langsam machen wir einen Plus. Das, ich finde das schon cool. Doch, ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wir kriegen das langsam hin. Wir kriegen das langsam. Also ich habe schon ne, die Befürchtung gehabt, dass es echt so langsam bei uns kellerlastig wird. Aber das doch, nein, so langsam kommen wir ja. Wir haben schon die erste Stufe erreicht. Wir können schon so langsam die Treppe hochkommen. So langsam.
Stimmt. Vielleicht die Wohnwagen mit dem roten Licht am Straßenrand gestellt. Ich glaube, die bringen auch nochmal Geld, ne? Aber das ist verboten. Aber andersrum bestimmen wir ja, was wir wollen, ne? Ich glaube, das ist also, das können wir selber bestimmen. So, warte mal, hier unten müssen wir nochmal weitermachen, damit wir das hier mal fertig kriegen. So. Was ist das denn? Ach, guck mal, das ist ja auch cool. Das hier, wenn du weg bist, ist das egal. Wenn du in dem Bereich baust, ne, dann wird das hier nach vorne gehoben. Und wenn du hier runterkommst, wird das hier nach vorne. Das finde ich cool. Genau, Joe. Deine Republik, deine Gesetze. Genau. Joe, pass mal auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Straße fehlt hier noch. Ich glaube, wir kriegen Probleme mit Straße irgendwie durch. Oh Gott, Gottes Willen. Was haben wir denn hier? Da wollen wir durch. Da wollen wir durch, wollen wir rein. Was wir nicht hinkriegen, weil wir da nicht um die Ecke kommen. Super, du bist ein Held. Du bist ein Held, das kann ich dir sagen, du. Ach, du Himmel. Wieso kommen wir da nicht? Da kamen wir doch vorbei, oder nicht? Ach, warte mal, wir können da oben drüber, ne? Der oben drüber. Wir gehen aber drüber, du. Pass mal auf, du. Damit du durch, du. Kein Problem. Hier mal raus. Hier noch ein bisschen länger. So, und dann mal hier so Verbindung an. Hier, guck mal hier, du. Das doch mal wieder mal. Hör mal auf, du. Ich drehe am Rad. Sozusagen. Da kommen wir auch wunderschön raus. Ich glaube, das ist ein Problem, ne? Wie kommen wir jetzt? Ich wusste das. Ich habe das gewusst. Als wenn die das geplant haben. Dieses mittelschwere Straßenproblem. Hier kriegst du gar nichts raus. Na, wundervoll. Wie kriegen wir das denn hin? Da müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie anders geregelt kriegen. Das will gehen. Aber warte mal, ich muss erstmal die Straße bauen, glaube ich, ne? Wir bauen mal die Straße hier raus. Ganz stramm raus, irgendwie. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, wenn wir das hier so... Wie kommen wir denn da hin? Das ist dem ziemlich Nadel, ne? So. Kommen wir da raus? So, das geht. Jetzt kriege ich das andere Ding garantiert nicht mehr hin, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist ja auch logisch, dass das nicht klappt. Von da vielleicht? Ja, auch nicht. Okay. Problem ist, wo? Warte mal, ich nehme mal die Straße weg. Und zwar diese hier. So. Mal gucken. Warte mal. Da müssen wir hin, ne? So. Das klappt. Okay. Und die Straße ist schon mal raus. Das ist schon mal großartig. Großartig. Jetzt kriegen wir auch hier rum, ne? Irgendwie kommen wir hier durch. Wir kommen da durch. Das war so geplant, war das so. Lass mal weg hier. Ich sehe wieder nichts. Mann, wer hat denn hier schwarz gemacht? So machen wir es. Denn daran, ne? So. Daran. Wunderbar. Mir ist auch damit dran. Siehst du? Oh ja, wunderbar. Guck mal. Dann können wir den nochmal hier ranziehen. Siehst du wohl. Dann haben wir das schon mal raus. Bisschen speziell das Ganze, aber na gut, immerhin. So, hier Strom. Wenn wir sehen, wie wir irgendwie Strom rauskriegen, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir brauchen noch ein Lager, ne? Wir brauchen noch irgendwie ein Lager. Und zwar... Freilager groß. So, wir brauchen noch ein Freilager hin. Das Schöne ist ja, das ist für unsere Platten, ne? Für unsere Platten. Da haben wir einen Schienenanschluss. Das ist wunderschön. So. Und hier unten haben wir... Wo ist denn die Straße? Da oben ist die Straße. Guck mal hier. Dann kommen wir hier auch raus. Das ist für unsere Ziegelsteine. Ziegelsteine. Genau. Ne? Die können wir hier hinbauen. Dann haben wir auch die mit raus. Wunder, das ist ja mal auf, ne? Hör doch mal auf. Zufriedenheit der Bürger ist immer auf. Das will ich gar nicht hören. So, das passt. Jetzt müssen wir hier nochmal Straße rauskriegen. Hier müssen wir erstmal rausoperieren. Und zwar... Irgendwie müssen wir hier durch, ne? Kommen wir hier raus? Guck mal, das ist doch nicht zu fassen. Und denn dahin? Ja, Mensch, hör mal. Hör mal. Jetzt haben wir hier nochmal eine Straße. Die werden wir nochmal verlängern. So, und dann können wir mit denen rausnehmen. So.
Und zur Not, wie gesagt, wir können auch die Schiene nachher wunderbar rausoperieren, irgendwie. Aber das kann erstmal alles gebaut werden, der ganze Gedöns. Das dauert erstmal 45 Jahre, bis wir da fertig sind. Aber, ne, was Mut hat Mut. So, warte mal. So, was haben wir jetzt hier? Was ist denn hier? Erlauben. Das sieht doch gut aus, ne? Ich würde sagen, bau das mal. Schiene haben wir auch noch, ne? Aber die bauen wir noch nicht. Die bauen wir noch nicht. Mach mal weg hier. So. Wie weit sind wir in der Stadt? Oh, hier, guck mal hier. Das Hotel ist fertig. Jawohl, ja. Hotel ist fertig. Ja, wir kaufen jetzt mal alles ein hier. Das ist das Problem. Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Da fehlt noch eine Straßenanbindung. Habe ich eine Straßenverbindung vergessen? Habe ich eine vergessen? Wo? Wo fehlt eine Straßenanbindung? Mal kurz gucken. Ach, da oben. Hier oben. An unserem Frachtbahnhof. Die müssen wir mal rausnehmen. Das ist natürlich jetzt doof. Egal. Machen wir so. Ne? Ist wesentlich mit dran. So, jetzt müssen wir alles verkabelt haben, ne? So, Fußwege, lass uns mal bei Fußwege gucken. Ach du Himmel, hier ist noch gar nichts. Fußwege haben wir noch gar nicht. Wir müssen aber erstmal so weit kommen, dass wir das ja machen können. Ne? Lass uns nochmal Straßen gleich nochmal aufwerten hier. Und zwar, wir müssen ja hier runter. Bis dahin. Was ist das für eine Straße? Kies. Gut. Und hier genauso. Von da. Das finde ich jetzt großartig, dass man so durchziehen kann. Bis da hinten hin. Das finde ich wahnsinnig gut. Das finde ich optimal. So, was war das hier? Das hier müssen wir auch nochmal machen. Bis dahin. Hier oben brauchen wir es nicht. Das hier müssen wir auch nochmal. So, und hier drüben. Das müssen wir auch nochmal machen. Dann haben wir das, ne? Dann haben wir das. Warte mal, was ist das hier? Da müssen die dahin kommen. Hier ist auch nochmal Fabrik. Die müssen wir auch nochmal. Bis dahin. Also nur die notwendigen Verbindungen, die machen wir aus Kies. Was ist da verkehrt? Ach, da haben sie starten. So rum. So, dahin und einmal hier hin, ne? So. Weil der Rest könnte ruhig Schlammstraße sein. Das ist mir ziemlich egal. Am Bahnhof auch? Am Bahnhof ist hier oben. Was war das hier denn? Warte mal, das hier ist ein Schüttgutlager. Ach du Himmel, warte mal. Das Schüttgutlager kann nicht gebaut werden. Weil keine Straße dran ist. Die ist nämlich da. Komm wieder. Ah, da kommen wir rüber. Ist ja auch nur. Sekunde. Das ist doch Kies. Aber wir müssen. Die muss einmal fest. Die muss einmal hier gebaut werden. Das nützt sonst nichts. Die muss noch ran. Und wo holen sie unseren Kram? Die brauchen nochmal eine Entladestelle, ne? Und entladen. Schüttgut, Beladung. Sowas. Das brauchen wir nochmal. Da müssen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie wir da rankommen. Wo haben wir denn. Da ist nochmal. Kommen wir da irgendwie ran? Oh, warte, da. Da ist schon. Guck mal hier, da kommen wir ran. Dann nehmen wir den Kies nochmal mit. Den wir da oben herbekommen. Dann können wir den hier nochmal rausholen. Dann können sie nämlich da sozusagen auch Kies fahren. Kriegt das gedreht? Ein bisschen hübsch, eventuell. Warte, ich muss so dicht ran, ne? Da. Die brauchen wir auch noch. Habe ich einen richtigen gebaut? Beladung, genau. Nee, Beladung war es nicht. Beladung, dann kriegen wir unseren Kies dann nämlich auch raus. Jetzt muss ich nochmal sehen, dass ich da irgendwie eine Straße hinkriege. Ach, im Himmel. Das wird ja lustig. Kriegen wir hier eine Straße durch? Jo, kriegen wir hin. Stramme die Gleise lang, ne? So. Da kommen wir auch ran. Gut, ist jetzt nicht, das ist nicht gerade jetzt so tragisch gewesen, dass wir das hier haben oder haben müssen oder was weiß ich. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja Kies oben in unserem Bauviertel, aber dann haben wir wesentlich die Möglichkeit, da mal ranzukommen. Dass wir da mal irgendwann mal die Möglichkeit haben, da könnten wir mal, ne, mit unseren LKW-Wagen mal reinfahren und mal ein bisschen was abholen. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. So, dann haben wir unsere Ziegel hier, Platten hier, Zement wird hier hergestellt, ne?
Das kriegen wir aber nicht raus. Das wird gleich hier verarbeitet. Mehr wollen wir auch nicht, weil die Leute, wenn das Zement weg nachher läuft, dann können wir da auch die Leute reduzieren, die wir da nicht brauchen. Und hier ist das nachher so, dass wir damit den ganzen Bereich verarbeiten können. Sub. Das können wir. Wir kommen jetzt natürlich hier noch nicht hin, hier unten, weil der Fußweg noch nicht fertig ist. Also hier sind, wir haben noch die Fußwege noch gar nicht richtig verbaut. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt schon mal die Möglichkeit, kommen überall hin. Da oben auf jeden Fall überall rum. Ist zwar noch ein verkehrter Weg, ne? Man, das kriegen wir alles abgedeckt. Alles abgedeckt, bis auf den hier. Aber da kommen wir auch hin, später, wenn wir die Fußwege gebaut haben. Aber noch nicht. Erstmal muss es gebaut werden. So, lass mal hier Vollgas voraus. 105.000, ich bin da echt beeindruckt. Also hoffentlich ist das nicht so ein Einzelkind gewesen. Ich hoffe mal nicht. Immer schön produzieren, ja. Immer schön viele Leute rein. Ne? Wisst Bescheid. Wisst Bescheid, ne? So. Warte mal, Studentenhütte ist hier. Warum stehen hier so viele Schüler und Studenten rum? Warum? Da stehen noch... Na gut, die werden auch hergefahren, die Touristen, ne? So, warte mal. Wie weit laufen die denn? Wie weit laufen sie denn? Wie weit laufen sie denn? Die laufen auf jeden Fall dahin. So. Müllcontainer ist überfüllt. Auch das noch. Warte mal, da müssen wir auch gleich noch vorbei. Hm, verbundene Fahrzeuge. Müllwagen ist auf dem Weg, ne? Jawohl, ja. Siehst du wohl. So, hier müssen wir nochmal wegen Müll gucken. Damit wir das dann mal auf die Waffe mitzukriegen. Warum haben wir das nicht gemacht eigentlich? Warum haben wir das nicht getan? Haben wir nicht. Warte mal, Müll. Haben wir gar nicht hier drin, ne? Das ist natürlich jetzt voll doof. Aber den kriegen wir, den würden wir wunderbar hier vorher kriegen, ne? Das deckt auch das ab. So, mal drehen wir ein bisschen hier, ein bisschen schön. So, noch ein bisschen dahin, ne? So, bitteschön. Haben wir. Da muss das noch gebaut werden. Hm. Was fehlt dir noch? Was war hier noch? Was war hier noch? Müllcontainer sind überfüllt. Wir bauen ihn gleich mal hier. Pass mal auf, wir helfen mal mit. Wir nehmen mal die Dollars. So, zupp, fertig. Jetzt ist das Gemecker weg, ne? Ja. Jetzt müssen wir hier aber nochmal sehen, dass die Leute hier nicht Versorgung statt. Dass wir das nicht kaufen müssen, den Kram, sondern hier, ne? Zupp. Fahrradgerünsch mal da runter. So. So, nehmen wir das Essen mal raus, ne? Den ganzen Kram. Ressourcen für Ruhe einkaufen, rausnehmen. So. Wie weit ist das hier? Kein Bau am Zugeordnen, weil die noch nicht fertig sind, ne? Wir können auch nicht hexen. Was willst du machen? 66 ohne Job, du. Guck dir das mal an hier. Und trotzdem, weißt du, 66 Leute, 70 Leute ohne Job. Das ist nur der Verein hier. 70 Leute ohne Job, weißt du was? Und dann ist hier, dann hauen hier die Leute ab. Hör mal auf. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Gebäude brennt. Ach du Himmel, was brennt denn da? Eine Fabrik. Hier brennt. Ach, die Klamottenfabrik brennt. Die Klamottenfabrik brennt. Wo ist die Feuerwehr? Feuerwehr. Feuer ist gelöscht. Ach, das ging auch fix. Ja, einmal, also, ne? Ich sag ja, die beste Feuerwehr, die du finden kannst. Unsere. Ach du, die guten Schlupper, du. Das war wir ja wohl nicht, wa? So. ...21 Tonnen. Ja, der holt hier die... Die holen hier die Pflanzen hier raus. Sehe ich schon. Da kennen sie nichts. Oder täusche ich mich jetzt? Ja, die holen hier auch raus, ne? Ja, ist das, ne? 69 Leute. Warte mal. Stoff ist hier doch tonnenweise drin, ne? Wir können das ein bisschen reduzieren. Warte mal, Stofffabrik. Habe ich das nicht reduziert gehabt? Ach nee, warte mal, war ja abgeschmiert, ne? Stimmt. Gehen wir auf 60 runter. Oder 50? Warte mal, 50. So. Der Rest dann kann hier rein. Leute, ihr müsst mal Gas geben. Und zwar richtig. Das muss hier, ne? Also bitte. Die Stapler bewegen sich mit Ameisen. Stimmt, Schneehals. Hier ist richtig was los. Und vor allen Dingen haben wir nur den einen erstmal in Gange, den zweiten noch gar nicht.
Weil die das noch alles wunderbar hinkriegen hier. Hier ist kein Fleisch drin. Warte mal, warte mal. Warum ist da kein Fleisch drin? Import, Export. Beladen. Ach, ich habe Fleisch vergessen. Habe ich das? Ja, natürlich. Fleisch vergessen anzuklicken, du. Fleisch. So, fahr los. Ja, mal, nimm mal ganz schnell hier. Ich hab Fleisch vergessen. Ach, du Himmel. Jetzt fangen die an und werden alle Vegetarier. Dann drehen die hier Ratten. Oh Gott, dann ist hier gleich los. Dann ist hier gleich die Hölle. Und ach, du großer Gott. Na, noch geht das. Noch haben wir einigermaßen, ne? Du Schande, gleich kommen die Transparente raus und sowas. Schneers, was schreibst du? Und deine Stapler-Straßenkreuzung funktioniert. Da gibt es viele Mods, die nicht funktionieren. Das stimmt. Da ist wirklich eine Menge. Na, da musst du aber auch gucken, wie alt die sind, ne? Da musst du gucken, wie alt die sind. Waren einige da, die haben schöne Dinger gebaut, die sehen auch toll aus, ne? Und aber dann haben die nicht weiter geupdatet. Dann sind die nicht weiter, so weiter, haben die nicht mehr gemacht. Und dann kannst du die natürlich auch nicht gebrauchen. Und was immer viel hilft, wenn man da auch die Reviews zuschreibt, liest, ne? Die Kommentare zu den einzelnen Mods. Na, du hast einige, die sehen wirklich toll aus. Und dann sagst du, ach, schade, dass die den weiter geupdatet haben, damit die ja schöner werden, ne? Quarkteilchen, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Aber ohne Fleisch ist der CO2-Abdruck doch eh viel besser. Das stimmt. Ne, aber wenn wir sagen, wir wollen hier unseren CO2-Abdruck verbessern, dann müssen wir erstmal das hier entfernen. Das muss ja weg, ne? Dann ist das schon mal für den Eimer. Das ist ganz schlimm. Vor allen Dingen auch hier unten. Ne, warte mal, hier oben, was ist denn hier? Fehlende Ressource, gemischter Müll. Ach du Himmel. Den wissen wir auch mal, ne? Und vor allen Dingen hier unten nachher. Wo ist denn das hier? Unten, genau, hier. Ne, wenn das hier mal soweit ist. Ach, wenn das soweit ist, dass das Ding läuft hier, das wäre dann mal richtig cool. Aber gut, es kann erst laufen, wenn das erstmal alles gebaut ist. Nur frage ich mich, wo sind die Leute? Wo sind die Leute, die hier bauen? Warte mal, ist hier Strom? Das ist nicht wahr. Guck mal hier, da ist Saft dran. Verbundene Fahrzeuge, ist da jemand auf dem Weg hin? Ach, guck mal, da liegt irgendwas rum. Warte mal, ist hier... Wir sind gerade fertig geworden, ne? Ja, oh, hier liegt noch ein Kran rum. Hier liegt noch ein Turmdrehkran linksbums rum. Guck mal. So, das ist... Das Gebäude hat kein Trinkwasser. Warte mal, haben wir nicht Trinkwasser gebaut hier? Warte mal, ich muss mal... Jetzt ist hier wieder 5 Knöpfe hier. So. Abes Wasser haben wir hier. Abes Wasser ist weg. Was haben wir denn hier? Unterirdische Wasserreserve. Ach, stimmt ja. Hier haben wir das ja anders geregelt. Da ist eine Pumpe und da ist einmal Wasseranschluss für fast alles. Da kommen wir fast überall hin. Okay. Aber wir haben hier eine die geschieht, das ist fertig, ne? Hat keinen Strom, noch nicht, natürlich. Das ist fertig, das ist fertig. Da fahren wir erstmal Wasser runter. Warte mal. Da fahren wir erstmal Wasser runter, damit wir hier die Jungs hier mit Wasser versorgen können. Weil Wasser haben wir hier oben tonnenweise. Irgendwo hier, ne? Da haben wir irgendwo, da ist, glaube ich, auch eine Wasseraufbereitungsanlage. Haben wir nicht eine Wasserabnahmestelle? Das ist eine Tanke. Wo haben wir sie? Oder haben wir das hier oben? Wasseraufbereitung, können wir da Wasser holen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, da können wir Wasser holen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Was haben wir hier denn? Da haben wir ein Wasser. Ach, das ist ein Wasserwagen. Guck mal einer an. Kann ich das mal markieren und sagen hier, da holst du Wasser? Ja klar, kann ich das. Da holt er Wasser. Siehst du wohl. Da kann ich nämlich sozusagen mal ein Fahrzeug organisieren, der hier Wasser fährt von da und dann hier den ganzen Weg hier durch bis dahin erstmal. Dann brauchen wir nicht extra hier... Andersrum brauchen wir es eh, ne? Die brauchen eh alle Wasser, ne? Der Zement weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser die brauchen. Haben die einen eigenen Wasseranschluss? Hoffentlich. Nö. Nö. Kein einzelnen. Nö. Hier nicht. Haben wir den Abwasseranschluss? Alter, auch nicht. Schön. Ja, aber warte mal. Was haben wir denn hier gebaut? Da ist einmal Abwasser.
Das ist ein Verteiler, ne? Abwasserzusammenfluss, da ist er doch. Guck mal hier. So, den hier haben wir. Mal gucken, wie wir es hier abdecken. Das decken wir alles ab. Wir brauchen noch mehr, ne? Wir brauchen noch wesentlich mehr. Aber andersrum, wenn wir nachher Leute hier besuchen nach Karren, dahin, die verteilen sich dann eh ein bisschen, ne? Pass mal auf, was haben wir jetzt hier? Das ist immer noch nicht fertig. Was ist denn hier los? Ist da ein Fahrzeug auf dem Weg hin? Gar nicht. Was macht ihr denn, sag mal? Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Ja, ich weiß. Was willst du machen? Nicht genug Essen. Wir müssen das Ding unbedingt in Gang kriegen hier. Das muss auch mit super schnell fertig, sozusagen. Was ist denn das hier? 500 Dollars. So. Ach, wir machen wieder miese. Ich glaube, dann haben wir gerade erstmal richtig Gewinn gemacht, weil wir so viel auf Lager hatten, ne? Das ist das Problem, was wir hatten. Was willst du machen? Ach, das Kohlekraftwerk ist doch noch, ist 2024 noch modern. Ja, stimmt. Stimmt, das. Du kannst mal sehen, ne? Wer ist denn das hier? Das sind die hier oben auch noch. Warum sind die so maulig? Was denn los hier, Freunde? Ja, deswegen, ne? Weil das hier so ein bisschen klemmt. Warum wird hier, warum sind die so schwierig und fahren den Krams dahin? Du bist zu spät dran. Die haben wieder nichts zu essen hier. Hör auf. Das ist furchtbar. Aber die laufen auch nicht so weit, ne? Wie weit laufen sie denn bis dahin? Die kommen zum anderen gar nicht hin. Aber die hier machen es, ne? Warte mal, das müssen wir ein bisschen beschleunigen, das hier. Hohe Priorität. Das Ding muss fertig. Das hätte ich gerne fertig. Bauamt. Hat keinen Pfad zum Bauen. Warum nicht? Ach, die Straße ist noch gar nicht fertig. Oh, was ist denn los hier? 1100, komm her. Hauen wir mal raus. Mach doch lieber ein LKW mit Waren-Direktverbindung. Ja, das hatte ich auch schon gedacht. Das machen wir auch. Dass hier auf jeden Fall einer ständig hin und her fährt, dass wir hier Waren haben. Komm, das machen wir. Wo ist denn hier was los? Pass mal auf, was haben wir hier denn? Guck mal hier, der Verein hier. Dann nehmen wir doch den hier. Da klauen wir mal einen raus. Und sagen, mein Freund, fahr mal... Wo ist denn hier unser... Da. Fahr mal da hin. Den nehmen wir mal. Nehmen wir den hier. Dann hat er einen speziellen Job. Und zwar, was war das? Lebensmittel, ne? So, machen wir auf Pause. Fährst du dahin und dann fährst du direkt hier hin. So. The Grow, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Ein kleines Lager neben dem Einkaufszentrum bauen, dann klappt die Versorgung besser. Das Problem ist... Ja, das hatte ich auch schon geplant, gedacht. Aber das Problem ist, das Lager... Wir haben nur eine... Leider nur eine Verbindung hier. Eine Verbindung. Und wenn ich mal gucke... warte mal, ich muss den mal kurz... So, bevor ich hier... Den hier... das Fleischlager ist immer so klein. Ne? Und die Frage ist immer, ob das immer reicht. Jetzt habe ich hier ein Fleischlager hingebaut. Vielleicht hätte ich doch lieber was anderes bauen sollen. Aber na gut. Habe ich ein Fleischlager gebaut. Ich habe nicht mehr Verbindung. Ich habe nur diese eine Verbindung. Mehr habe ich nicht. Da, wir sind nicht dran. Leider. Ich hätte da vielleicht noch gewünscht, dass da noch eins mehr ist. Aber leider nicht. Ist nicht. Leider. Kann man nichts machen. Kann man nicht. Aber ich habe das schon auf 63 hoch. Ich kann es dann... Ja, die Höhe raufdrehen ist Blödsinn, ne? Ist Blödsinn. Das lassen wir so. Wir lassen den mal fahren. Pass mal auf. Was hat er jetzt hier drauf? Einkaufsladen, Lager, Laderampe direkt. Ja gut, wenn du Platz dafür hast. Ne? Aber wie gesagt, wir haben es sehr kompakt gebaut. Mit der Reihenfolge kommst du mit einer Werksverbindung. Mit einer Werksverbindung? Jeps, Fleisch finden sie so benötigt wie Brot.
Na gut, aber ja, weißt Bescheid. Dann für diesmal. Ne? Aber jetzt müssen wir hier erstmal eine Verbindung hier bauen. Versorgung statt, und zwar beladen mit, was fahren wir denn da hin? Nur das Brot, ne? Genau. Lebensmittel wäre da hingefahren. Und was haben wir hier unten? Entladen Brot. So. Ja, Hühot, mach hin, ne? Wo ist denn der jetzt hier? Zum Depotberechner abbrechen. Jetzt zeig mir doch mal ab. Pass mal auf, wo ist denn der jetzt hier? Da ist er. Jetzt dreht er gleich rum. Ah ja, hier, guck mal hier, beste Mann. Das weiß er nicht wohin. Ach, du musst einfach nur tanken. Na, siehst du, guck mal, da war doch was. Hoffentlich ist noch Sprit da drin. Doch ist er. So, Hü. Ja, wir müssen auch die Straßen einmal aufwerten, so ein bisschen, wa? Wir müssen hier mal betonieren, so ein bisschen. Ich meine, noch haben wir Zeit. Noch geht's. Noch geht's. Mach voll den Hobel. Essen 2,6 Tonnen. Das ist aber echt wenig gerade. So. Auf dem Weg. Zack, jetzt wird es hier vollgeballert. So, ihr müsst auf jeden Fall keinen Hunger mehr leiden, Freunde. Das ist vorbei. Glaube ich. Hoffe ich mal schwer. Dass das so bleibt. So, dann haben wir auch. Jetzt müssen wir nur mal sehen, dass wir hier oben. SimGamer, hallo und herzlich willkommen. Schönes Reinschaus. Moin, moin. Produktion eingestellt, das wissen wir. Was haben wir sonst hier noch Tolles? Das ist auch klar. Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Rote Brief. So. Schau mal, wie schnell es sinkt. So schnell kann der LKW gar nicht sein. Doch, wir haben genug Platz. Doch, das geht. Das geht. Da kommt jedes Mal mit 6,5 Tonnen an. Gerollt. Wo ist er jetzt hier? Da ist er schon wieder auf dem Weg zurück. Nee, warte mal. Das ist er. Da ist er. Ne? 6,1 Tonne. Oh, kein Essen mehr im Laden. Oh, das ist aber schlecht. Hallo, was ist denn los hier? Wir müssten mal eventuell... Was fährt denn hier? Verbundene Fahrzeuge. Zwei Busse fahren hier. Mit keine Leute. Hat gerade abgeladen. Der hat gerade abgeladen. Vielleicht da noch einen Bus dranhängen, wa? Ich glaube schon. Was haben wir jetzt hier drin? 25 Leute. Wir haben auch viel in dem... Warte mal, hier haben wir doch... Da haben wir eine ganze Ladung. Wir bräuchten da noch einen Bus mehr. Wir haben noch einen auf Lager stehen, ne? Da steht noch einer. Hier, da ist noch einer. Komm her, Kumpel. Pass mal auf, du. Mach's mit hier. So. Und sobald die... Das, wo ist denn das hier? Warte mal, ich mach weiter runter. Das ist fertig. Cool, eine Nummer. Ja, Mensch, dann müssen wir da nochmal Betankung dran kriegen. Benzin, wo war denn das noch hier? Ist das hier Benzin? Verteilbüro, Benzin, genau, hier, pass mal auf. Zack. Da, ne? Swap. Genau. Ist er los? Jop, der ist unterwegs. Da ist er. Da fährt er. Sehr gut. So, das haben wir. Jetzt müssen wir da nochmal, oder müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Buslinie mal ein bisschen umstellen, dass sie hier die Endstation mit anfahren, damit nicht da, ne? So viele Busse auf Mal in den Busbahnhof reinrollen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.